Hallo, liebe Freunde, wir hängen hier gerade mit unserem Kumpel Avenger ab. Ja, ziemlich am Hängen. Sind noch nicht ganz sicher, Gott, wo dieser Ausflug hinführen soll. Ich hoffe, er lässt uns nicht hängen. Ne? Ja. Ich versuche hier mal mit der Kamera das ein bisschen gut zu zeigen. Da sitzt da der Alchemist. Fragt sich auch, was hier schon wieder los ist gerade. Alter! Alter! Wie spät ich den Nein! Oh Gott, Mann, wir fallen. Spring jetzt raus! Spring raus! Spring raus! Ja! Was für ein dummer Stunt, ey. Komm, wir landen hier auf dem Dach. Wer war das denn, der da reingeflogen ist? Ich hab den Namen leider nicht lesen können. Das ging viel zu schnell. Oh. Weg mit dem scheiß Fallschirm. Da oben ist noch Luftkampf. Oh, hier ist er gerade lang geflogen. Ja, da. War der da hinten das? Komm, wir holen uns den. Vorsicht, der will hier irgendwie landen. Aber der hat's auch irgendwie so im Landen. muss noch ein bisschen. Der verarscht uns doch also einfach. Hier, vielleicht ist auch starker Wind einfach nur. Der simuliert den hier, ja. Alter! Vorsicht! Der will mich zerschnetzeln mit den Rotorblättern. Was hat der vor? Aber schade, dass man sich nicht so an den Haken hier hängen kann. Ja, das stimmt. Ja, ey. Alter! Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ordentlich eingepackt. Ja, jetzt kannst du rein. Ja, okay, komm. Töten oder einsteigen? Nee, einsteigen. Ja, okay. So. Mal gucken, wo die Reise jetzt hingeht. Ich würde ja gerne das Flugzeug jagen. Eigentlich. Aber der hat sich schon verkrümelt. Okay, er kommt bestimmt auch gleich. Flug durch wieder die Häuserschluchten. Ach du Scheiße. Wieder jetzt landen oder was? Holen wir hier jemanden ab? Ja, ist doch wieder so ein Heli, oder? Wo der Autos einsammeln kann. Ach so. Hm. Warum landet er dann? Ja. Na jetzt versuchen wir das. Jetzt versucht das nochmal, ja. Komm schon! Holen wir jetzt. Go for it! Ob der weiß, was wir vorhaben? Jawohl. Okay. Auf geht's. Los geht's. Und dann sind wir schon wieder in der Luft. Jetzt darf man nicht wieder der Flieger ankommen. Ja, und sind wir eigentlich runtergefallen, weil der Flieger an uns dran gerammt ist? Ja, er hat uns so krass angeschubst, dass wir irgendwie runtergefallen sind. Ja, aber wir hingen ja noch ein bisschen dran, ne? Ja. So viel Schwung bekommen. Ja. Aber das war auch so knapp. Ich dachte schon, alle drei explodieren eigentlich. Will er den Klassiker bringen und hier mit dem... Achtung, oh Gott, Alter! Oh, da wär's fast passiert. Im Auto von der Maze Bank jumpen. Guck mal, der Mond da hinten sogar so schön. Machen die Base Jumps beim Mondschein. Okay. Ja. Alter, wie er runtergeworfen hat. Oh, das war ganz schön knapp. Ordentlich abgeladen. Jetzt musst du auch drauf irgendwie auf die Plattform. Ja, aber wenn er hier so war, hier nicht jetzt. Oh nein, dann fall ich runter. Warte, gleich, wenn er drüber fliegt. Also er fliegt. Alter. Komm jetzt, flieg wieder was hin. Was macht er denn jetzt? Fährt überhaupt nicht los. Ist wieder ein kleiner Orkan hier oben. So, jetzt gleich. Warte, der fliegt nochmal drüber. Der fliegt nochmal drüber, dann kannst du springen. Ey, jetzt schläft er eine Runde, oder was? Aber er findet das irgendwie schön, die Maze Bank. Jetzt passiert was. Okay. Jetzt kannst du gleich springen. Springen. Okay. Ja. Oh, nein! Oh, Mann. Oh, so da konnte keiner mit rechnen. Haben wir gut geklappt. Tja, wir werden wohl heute diese Folge leider nicht mehr sehen, ob das auch jemals von diesem Hochhaus runterfällt. Alter. Elegante Landung. Oh nein. Ey, ich hab's halt nicht drauf, ordentlich mit dem Fallschirm zu landen, ist auch voll mies. Das ist doch Stress so, da. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Hier gibt's Stress. Guck erstmal, was da um die Ecke ist. Boah, Cops. Ja, das sind Cops. Die Cops, ja, da war doch eben der eine, aber die ganze Zeit abgeknallt. Aber wir haben keine Sterne. Ja, weil der andere dich die ganze Zeit abgeknallt hat. Guck mal. Wir sind hier voll in der Crime Scene. Pass auf, ne, der Spieler holt dich sonst gleich wieder. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, ist der unten oder oben? Oben, glaube ich. Ja, mal lauf den mal hinterher. Ja, richtig rein mit den Cops, da wird das alles gestürmt hier. Da ist er, jawohl. Zimmertunnel. Holt sich die Cops. Ja, alle platt machen. Oh. Nimm dir jetzt eine Waffe. Alter. Auf geht's. Holen dir. Wir sind der Endgegner. Warte. Komm schon, Zimmertunnel. Zeig dich. Jawoll! Er möchte auch. Oh. Ey. Zu viele Bullen. Er hilft mir den Cops mal und schon kriegt man selbst eine Kugel zwischen die Augen. Naja.
Ach hier, guck mal, unsere Freunde sind da. Die Tundra ist auch da. Guck mal, hier, richtig Crew-Action am Start. Auf geht's. Auf geht's. Auf in die Nacht von Los Santos. Hey. Es geht wieder gut los. Direkt gegen den Baum. Lern mal fahren, ey. Bam. Bam, bam. Hier brennt schon wieder alles. Ja. Ey. Ja, jetzt, ey. Tundra auch am Start. Ey, Tundra, ganz cool. Hier der Battle ausgebrochen. Tundra übertreibt schon wieder ein bisschen. Ey. Gerade läuft es mit dem Autofahren nicht so wie gewohnt bei den Alchemisten. Aber das ist ja auch eher. Dagegen. Oh, bam. Jawohl. Jetzt knallen ab. Der knallt dich sonst ab. Ja, oh nein. Ey. Oh Mann, jetzt hat er uns knapp vorher erwischt. Das ist nicht fangen, als die Tundra. Ah, ein ganz bisschen. Mr. Ghetto. Kalio. Ja, der Tundra hat die doch eben gejagt, alle. Dann ist der jetzt gleich fällig. Also Mr. Ghetto, den habe ich auf dem Schirm jetzt. So, hier. Tundra, steig mal in den Wagen. Schöner Lambo, so wie es aussieht. Ich bin schöner Lambo. Avenger auch noch am Start. Okay. So, was hat Tundra heute vor? Die Tundra ist... Oh. Auch direkt zwei Sterne irgendwie. Hat man davon, wenn man hier einsteigt? Hier ist er, oder was? Ist er hier irgendwo? Achso, das ist der Avenger. Oh, sorry. Was denn jetzt? Ey, nimm dir mal den Wagen. Fahr mal eine Runde. Ja, komm. Wir müssen den mal richtig auf Herz und Nieren austesten. So, auf geht's. Der geile Infernus, ey, der geht echt richtig ab. Ich finde den Auspuff hinten in der Mitte halt so ziemlich abgefahren. Sieht aus wie eine Rakete. Alter. Bam. Oh. Ey. Cops haben es aber nötig heute. Schimpfen direkt hier wieder alle. Natürlich jetzt. Die Beschleunigung von dem, vielleicht sollten wir uns den auch mal kaufen. Der ist schon nicht schlecht. Alter. Ey. Oh, der hat Glück gehabt. Das, hat aber Glück wirklich, gehabt. Dass da gerade so... Ey. Jetzt mach mal locker. Oh, noch mal Glück gehabt, ey. Und wir machen jetzt hier Karambolage. Oh. Jetzt hat er kein Glück mehr gehabt. Das hört ja echt... Doch, das hört auf. Beim dritten hat sie ihn erwischt. Wir fahren wieder. Los geht's. Oh. Auf der Flucht vor den Bullen durch die nächtlichen Weiten Los Santos. Wer ist denn? Ist die Tundra bei uns im Auto? Ne? Ja. Ist ja auch sein Auto. Er guckt sich hier gerade, muss sich hier angucken, was ist komplett zerlegt. Ey, seht ihr das, wie hier die Leiste in der Tür fehlt und man die Füße sieht? Was ist los mit den Bullen? Ja, auf einmal haben wir drei Sterne. Wie ist das bloß gekommen? Ja, wie abgefahren das aussieht. Ja, Tundra, falls du das hier guckst, sorry für, dass dein Wagen jetzt anders aussieht als eben noch. Ey, wir haben einen Bug dabei entdeckt, das war's wert. Aber die Flucht ist auch noch nicht vorbei. Wow, super Jump! Boah, guck mal, kommt da runter! In den Pool! Nein! Alter, wäre das geil gewesen! Das wäre wirklich schön gewesen. Ach Gott, hier kommen wir wohl eher nicht mehr raus. Andererseits wäre auch das Auto weg gewesen. Und ab aufs Dach, ist auch geil. Aber, oh. Was macht das Tundra? Kommst du nicht weiter? Wir hängen jetzt rum. Was machen wir jetzt? Da geht nichts mehr. Boah, abwärts ging. Komm. Und rein mit der Tundra. Steig ein, Mann. Gib mal her. Komm, ich fahre mal. Boah. Oh, geht nicht so gut los. Oh, da war der Bach. Oh. Anders ging's nicht darunter. Immer weitergehen. Kaputt ist das Auto schon. Das war total fresh, als er uns getroffen hat. Vor geschätzten 5 Minuten. Ja, wie gesagt, ich habe mich ja schon ausführlich bei Tundra entschuldigt. Das Auto, jetzt ist auch egal, würde ich sagen. Wir müssen hier weg. Alter. Es war alles genau so geplant. Und weiter geht's. Oh. Bin ich ein bisschen zu oben. Ja, okay. Aber die Kabel kommt auch überall hoch. Kommt echt überall hoch. Man kann die auch wirklich... Kannst gut die Abkürzung hier nehmen. Und das hält auch echt einiges aus, das Auto. Merkst du jetzt schon irgendwie einen Handling-Verlust oder so? Da geht's immer noch klar. Nee, gerade geht's noch echt gut klar. Ja, krasses Teil. Mal den Berg hier ganz hoch. Fahr zu den Beinen, ich wollte mal ganz hoch. Oh.
und da geht's auch falsche Richtung. Da ging's wohl doch wieder runter. Slidinger! Slide. Und weiter geht die Reise. Oh shit, jetzt sind wir hinter der Mauer hier gelandet. Boah, ich hasse das. Nicht mehr hoch, jetzt müssen wir da außen rum fahren. Die Tundra schreibt gerade Amuladen. Amuladen, ja, da kommen wir ja gleich hin. Jetzt müssen wir erstmal erstmal gegen diese Leute hier fahren. Gleich fahren wir zum Amuladen. Ey, wo ist denn diese dumme Mauer vorbei? So. Ja, gleich. Oh Gott. Ich will jetzt da hoch zu dem Winewood. Kann man. Ja, kann man auch hochfahren und wieder runter. Man muss ja auch ein bisschen das Auto das sieht gut aus. Verstehen, bevor man es richtig fahren kann. Ja. Also du hast auf jeden Fall verstanden. Geil. Oh. Immer diese dummen Hindernisse überall. Hey, nein. Ich hab's voll im Griff hier. Da müssen wir hoch. Fast. Da hoch. Hey, wie bist du denn die Leiter gefahren? Wie ging das jetzt? Da war so ein kleiner Stein. Kleiner Olli. Weiter geht's. Kleiner Olli. Winewood, willkommen. So, mach mal Platz hier, Vorsicht. Schimpfwort hier direkt. Fucking da, shit. Ab geht's. Yo. Bam. So. Okay. Dann machen wir komplett hoch. Machen heute die Tony Hawk Skater GTA 5 Session. Ja, Mann. Ab geht's. Boah. Jawoll. Nee. Das hat funktioniert. Geil. Ja, Mann. Das war natürlich geil. Oh, fäng ich jetzt mal dumm rum? Die Tundra ist ausgestiegen während dem Jump. Weiter geht die Reise. Ist noch nicht vorbei, das Auto fährt noch. So. Noch ein kleiner Townslide. Ey, das Auto geht echt so geil ab. Auch quasi unzerstörbar irgendwie. Was ein Move, ey. Das so, dafür jemand hier. Was ist los? Das ist jetzt kein Stuntball gerade. Und los geht's. Tundra, hast du Bock, eine Runde mitzufahren? Er ist da oben. Wer war denn das? War das, ja. Ich hab's auch nicht gesehen. Oh. Guck mal, der wartet da jetzt. Weiß man aber nie, wenn jemand so hinterhältig wartet. Egal, hol dir. Da geht's schon los. Da geht's schon los. So klar schon wieder. Und lieber weg hier. Oh nein, hat die Tundra getötet. Das ist der Zimmertan. Ist das hier oben verfolgt, oder was? Ja. Okay. Die Zimmertante. Okay. Warte mal, ich sammle mal Tundra wieder ein. Er freut sich jetzt, wenn sein Auto wieder angefahren kommt und wieder ein paar Dellen mehr hat. So, Tundra hier. Doch nicht. Na gut. Ach du Scheiße. Machen wir mal ein bisschen hier durch die. Wir müssen ja auch mal hier so den Rallye-Kurs austesten. Aber es ist schon geil gemacht, dass du hier diese ganzen Berge immer hochfahren kannst einfach. Also es macht mega Bock. Ja, ich hab auch irgendwie gesehen, man kann in der Werkstatt auch irgendwie so Rallye-Reifen kaufen, glaube ich, oder so. Vielleicht geht's damit sogar noch mehr ab. Ja? Also ich weiß nicht. Auf alle Autos, oder was? Ja. Okay. Ich glaube, wenn man Felgen gekauft hat, so Tuning-Felgen, ich glaube, danach kann man die Reifen kaufen. Ich weiß nicht, ob bei den Supersportwagen auch, aber bei so Muscle Cars und so kann man die auf jeden Fall kaufen, die Rallye-Reifen. Okay, okay. Ah ja, können uns ja mal irgendwie. Oh, da ist der Spoiler geflogen. Und noch mehr Teile. Ja, da fliegen noch ein paar Teile, die kommen. Oh. So, da ist Tundra auch wieder. Wie der uns immer findet auch. Der ist schnell. Komm mal hier, dein Auto. Hier, da. Geparkt. Passt. Oh, noch nicht. Moment, ganz Tundra. Wir sind gleich da. Oh, noch mal kurz auf den Baum. Na, auf geht's. Komm, steig ein. Guck mal, die Seitentür sieht auch ziemlich geil aus. Die hat so krass nach oben gedrückt. Auch die Reifen stehen ein bisschen. Wie lange wir das Auto jetzt auch schon zerstört? Und es ist immer noch hier. War der Kralz schon so leicht? Ich weiß aber auch nicht. Wir wissen ja leider nicht von der Woche, wie krass die Karre gepimpt wurde auch. Ach so, ja, also vielleicht hat er auch die krasseste Panzerung schon. Oder so. Aber ich glaube, das sind noch keine kugelsicheren Reifen auf jeden Fall. Sind ein bisschen komisch gestellt mittlerweile, die Reifen.
Boah, ich hätte schwören können, das wäre jetzt explodieren, aber nein. Denn mit den anderen Wagen explodierst du, wenn du so frontal landest, mit so mit dem Schrottkarren. Schrottkarren. So. Ups. Was fahrt ihr denn alle hier rum? So. Naja. Sollen wir ihn mal wieder fahren lassen? Will er denn fahren? Ja. Kann ja vielleicht mal sein Auto in die Werkstatt bringen. Es wäre mal angebracht, Tundra, dass du deinen Wagen in die Werkstatt bringst. Der sieht nämlich irgendwie komisch aus. Nee, ich glaube, der hat jetzt unseren Fahrstil übernommen. Gerade fährt er auf jeden Fall auch direkt wieder den Berg hoch. Jawohl. Jetzt erlegen wir ihn richtig, den Wagen. Bam. Ah, ist doch cool. Dann macht es ihm wenigstens auch Spaß. Ja. Das war irgendwie anscheinend Inspiration. Dafür hat man ja, so einen Wagen doch auch, um nicht jetzt irgendwie... Ist ja jetzt nicht so, dass wir ihn einfach nur entführen und ihn hier seine Karre kaputt machen. Außerdem ist der Tundra echt ein cooler, mit dem zocken wir ja hier öfter mal. Ja, der geht immer gut ab. Vielleicht auch eine coole, ich weiß es gar nicht genau. Ist auch cool, wenn man nur so die Kamera mitsteuert, einmal drumrum. Ja. Kriegt man echt geile Perspektiven hin, ne? Boah. Ja, zum Beispiel sowas. Da hat er kurz genickt, der Alchemist. Aber diese komischen Sichel-Sägen-Felgen da, die sind auch ziemlich abgefahren. Ja, das stimmt. Guck mal, wie nah man rein kann. Oh. Was macht der denn jetzt? Will den Wagen jetzt komplett zerlegen, glaube ich, einfach nur. Der ist auch jetzt im Destroyer-Mode. Da, Alchemist sitzt schon ohne Tür, ohne Hose. Ja. Das ist eine Ansage, was der Tundra hier fährt. Was war denn das? Ach, das ist der Zimmertonne wieder. Ist er wieder da? Nein. Voll im Agro-Mode. Was geht mit dem ab, ey? Ey, ich sag's euch, der... Der will's wissen heute. Der will's wirklich wissen, ey. Der will eine krasse Kill-Session. Da ist er. Ey. Mach ihn fertig, ey! Oh mein Gott, das war eine Falle. Das war echt eine Falle. Da ist noch irgendwo jemand. Schieß! Richtig krasse Falle. Ey. Ach, Tundra ist draufgegangen. Jetzt verstehe ich das erst. Du musst hier weg. Oh. Jetzt ist der Wagen doch langsam in seiner Fahrtüchtigkeit ein bisschen beeinträchtigt. Hinten ist nur noch die Felge, oder rechts? Da war er wieder, Tundra. Willst du wieder einsteigen? Nee. Könnt ihr den Wagen mal selbst fahren? Komm, wir gucken mal, wer da vorne war. Aber das lassen wir uns nicht bieten. Ja. Dieser Langschepper, da kommt das beste Taxi, da muss ich wieder einsteigen. Wenn er schon so uns abholt. Die Bullen sich nicht irgendwas dazu denken, dass der Wagen schon so ein bisschen anders aussieht als alle anderen hier. Das ist total normal in Los Santos. Sieht man jeden Tag. Und weiter geht die Terrorreise. Ich glaube, wir haben übelst einen Linksfall, kann das sein? Ich weiß es nicht, ich fahre ja nicht. Ich sitze ja nur so rum. Immer diese Kommentare im Hintergrund in dem Spiel auch. Shit, ja. Was hat der vor? Geht's doch hier in die Werkstatt, oder was? Ist da eine Werkstatt? Nee, ach, Ammunition. Ach ja, da wollte er die ganze Zeit schon hin. So, auf geht's. Wer will hier irgendwas? Da ist der Zimmermann. Oh. Das war aber haarscharf an mir vorbeigefahren, mein Freund. Ich glaube, der will's wissen. Erstmal in den Laden vielleicht, weißt du, rein. Oder? Da ist er wieder. Bam. Töte ihn. Aber auch der Stuntman. Nein! Ist auch irgendwie geil, wie wir ihn jetzt beschützen, damit er in Ruhe einkaufen kann in dem Laden. Ja, komm, wir müssen da erst wieder raus. Ach, jetzt beschützt er uns. Das ist immer ein schlechtes Timing hier. Hallo? Oh, was war mit denn da? Pistole. Ja. Zeit für. Ich glaube, wir sind auch noch ganz gut ausgerüstet. Ja,
rein da und weiter geht die Party. Wohlgemerkt, es ist immer noch das Auto, mit dem wir vorhin durch die Berge geheizt sind. Da ist er. Bam. Bam. Hat anscheinend nicht das bekommen, was er will in dem Laden. Muss noch Protest äußern. Ammunition ist nicht so sein Lieblingsladen. Ey. Wow. Oh, das war's. Da, die Zimmertanne. Hat er uns wieder erwischt. 3 okay. zu 2 steht's schon. Domi, du musst wollen jetzt. Ja. Okay. So, hier sind wir jetzt unterwegs. So, nehmen wir den mal mit. Wer ist das? Darkness. Ach, das ist die Tussi. Darkness, ja. Ja, komm, doch, nimm die mal mit. Komm. Hey. Steig ein. Hallo. Steig ein. Der steig geht nicht ein. Auf Hupen. Oh, hier wird's dann wieder ungemütlich um uns okay. rum. Okay. Mann, ey, da musste man jetzt 20 Mal rufen okay. für die. Oh, oh. So was soll, ey. Aber das, wir haben auch hier heute jetzt ein richtig geiles Auto, wie ihr seht. Das ist, glaube ich, auch das ist der Audi R8 Verschnitt. Und rein ins Getümmel. Ey, direkt. Ey, die Tussi steigen direkt wieder aus. Wenn ein paar Kugeln fallen, ist es schon vorbei. Was ist denn hier los? Fahr nochmal richtig ja. rein. Ja, Mann. Oh, sorry, es tut mir leid. Es tut mir leid, das wollte ich natürlich nicht. Das war nur was ein Versehen. Da das war nur ein Versehen. Das war auch nur ein Versehen. Die sind voll viele Spieler auch gegen andere. Oh, die sind oh, da drin oder auf dem Dach oder wo sind die? Ey, ey. Das ist voll die. Voll die. Ey, wir werden aber wieder. Oh. Jawohl. Drüber gejumpt. Hm. Nochmal mit Anlauf rein, oder? Rein ins Getümmel. Ja, ich versuch's. Boah. Und ah, oh. Kamikaze-Fahrt. Ah ja, passiert. Man kann nicht alles haben. So. Guck mal, wo die alle sind. Ich hatte erstmal Waffe. So. Ja doch, du bist direkt daneben gespawnt, die sind. Ja, ja, die sind da noch. Guck mal, wenn du mit Waffe reinrennst, ob die kriegst du dann Sterne direkt? Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Nur wenn ich schieße halt. Und wieder die Crime Scene beobachten. Warte, so. Voll der Fight hier ausgebrochen. Ja, hier liegen auch schon ein paar Leichen rum. Da unten auch die ganze Zeit die Spieler, holen sich alle gegenseitig. Hallo Bullen, hallo Bullen. Sind wir hier wieder mal in so einer, wir sind irgendwie immer so eine Art Krisenreporter. Immer mit den Bullen werden hier die Krisengebiete gestürmt und dokumentiert. So eine kleine Handkamera wäre ziemlich cool. Da hinten, ja genau, geht da hoch. Und wieder den hier bewachen. Auf die Leiter. Komm, komm. Wer steht an dessen Bulle, ne? Where the fuck is he? Der steht aber da ungünstig. Ja, oder? Du stehst da ein bisschen blöd. Bulle, du stehst da scheiße. Lauf mal dagegen. Oh, sorry. Ich hab nicht mal einen Stern. Nicht mal einen Stern bekommen. Nee. Sehr gut gelöst. Ja, gut. Dann gehen wir mal weiter. Oh, ich glaub, Gott, ey. Da sind doch alle. Da sind doch alle da oben. Sei vorsichtig. Zieh sofort eine Waffe oder so. Ja, ja, ja. Nein! Ey. Oh, oh Mann. Ey. Was für ja, das war zu spät. Da kommen wir schon ohne Waffe aufs Dach und dann ballern wir. Cool genießen 23. Tja. Tja, merkt uns den Namen. Wollten doch nur gucken, ey. Wir waren außerdem quasi ja neutral als Kriegsreporter. Okay. Aber was wir für eine Schusswunde am Bein haben. Überhaupt ist er so ein bisschen. Muss vielleicht mal duschen gehen bald. Ach, das tut sich fest. Geht schon wieder raus. Kommt vielleicht auch in Mode, so ein bisschen fleckige Sakkos rumzutragen. So, hallo Polizei, wir sind's wieder. Boah, einfach mit der Stadt ja echt, ne? You motherfucking asshole. Aber wüste Beschimpfung. Das ist so krass, ey. Das ist Dickhead. Was ist mit denen los? Ist die Kopf okay, so komm, wir gehen nochmal da hoch. Zeig denen mal den Weg nach oben. Ey, ich hab uns in den Arsch geballert. Ja, das war. Ja, aber nicht so nett. Du kommst jetzt halt wieder nicht hoch, oder? Ohne dass du dich sofort an der Leiter. Warte mal, ich guck erstmal, was hier noch so geht. Da ist da. Da unten sind die Bullen, noch immer. Hey, hey Mann! Hey. Ist doch nicht wahr. Was ist hier los? Das ist ja echt der Hammer. Benni, zeigst du nochmal? Alles klar. Vorne ist er direkt irgendwo, ne? Ja, pass auf, pass auf. Weg damit! Jawohl!
Sehr gut. Darkness war auch noch die, ja, die vorher mitfahren lassen. Danke. Haben. Oh. Da konnte man nicht mit rechnen. Haben die mir einen Headshot gegeben? Ja, ja, aber es war knapp, du hättest fast geschafft. Da könnte man nicht mit rechnen. Alter, wie wir aussehen. Sorry, ich hab mich erschreckt, der stand da. Ja. Ja, der Darkness hat jetzt einen richtig schlechten Tag gehabt heute. Ey, ist er schon wieder? Was ist denn hier los gerade? Ah! Ey. Nee, das war ein anderer jetzt. Irgendwie hatte der Wagen ein Problem. Irgendwer möchte sich hier ein. Polizei ist schon, kommt schon gar nicht mehr klar, weil hier die ganze Zeit durch die Viertel gebombt wird nur noch. Da kommt halt einer. Achtung. Ja. Oh. Sind sogar da, zwei. Da. Wow. Nein! Ich glaube, der Cruise noch müssen. Ja, der hat uns eben oben auf dem Dach ja schon geholt. Das waren echt voll wenig Schuss. Der muss echt schon ein bisschen gefilmt haben. Naja, weiter geht's. Ihr seht, Leute, irgendwo ist er. GTA Online kann sehr anstrengend sein. Mhm. Vor allem, wenn man dauernd ab. Ja, ja, endlich. Wieder den Darkness. Es gibt echt so ein paar Server, da wird von morgens bis abends, da gibt es überhaupt keine einzige Mission. Links, links, die ist einer, jawohl, komm. Nee, da wird einfach nur. Boah, hier. Nächsten, ja. Wie viel der ausgehalten hat auch. Ist einfach nur der Flasche ist den ganzen Tag. Mal gucken wir erstmal die Boy. Kurzer Prozess. Das geht so nicht. Und jetzt guck, dass du da wegkommst, bevor wieder irgendwas passiert. Und da haben wir das Bullenauto. Endlich. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ja. Ja. Nein, nein, aber noch erwischt. War der das? Wer war denn das? War das die Tussi? So, hier fahren wir gerade mal ein bisschen rum. Da rüber, ja, egal. Oh. Guck mal, da kommt einer, da kommt einer, Benny. Da kommt einer, wer ist das? Guck mal, wer ist das? Hupe, Hupe. Dreh dich mal um. Nee. 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 23. Ey, steig mal ein. Fahr erstmal mit. Ey, den müssen wir umbringen. Ja, das ist ja, der Arme 23, mal, meint ihr? Ja. Ey, ich hab mich so schlapp gelacht. Ja. Über halt diese wir gucken mal, wo Kong rastet ja aus Videos sind so göttlich. Der echt einfach so auftaucht. Ist der doch nicht, oder? Meint, da kann man die Namen. Nee, ich glaube, es gibt nur einen. Ja, okay. Wir machen den jetzt eiskalt fertig. Ja. Ja, wir lassen den jetzt hier erstmal in falscher Sicherheit. Lass erstmal gucken, wo er uns hinbringt. Seid mal nicht so. Nee, lass mal gucken, wo er uns hinbringt. Frage ist das ist ja klar, wie es ausgeht. Es muss ja klar sein. Ja, wie es ausgeht. Aber ist richtig klar. Dreckig, bitte. Wir müssen ja allein für die Slay Massive Crew. Darf man sich so eine Chance überhaupt nicht entgehen lassen. Der überhaupt so friedselig zu uns kommt, ist schon echt sehr mutig. Vielleicht kennt er uns nicht. Doch klar. Das ist nur noch schlimmer für ihn. Ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Also wir haben uns schon mal mit dem gebettelt. Ja, auf jeden Fall haben wir schon mal. Also den sind wir auch schon mal da. Doch, wir haben den ja auch schon mal auf Flugzeug verfolgt. Ja, genau, mit so einem Jet. Da war der in der großen da. Wie heißt die noch? Titan. Ja, genau, in der Titan war der. Ja, die Szene packen wir übrigens in unser Video zur Slay Massive Crew-Hymne. Ja, genau. Ja, okay, was passiert? Holen dir direkt. Sind wir am Strand. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, nein, keine Wunder. Jawohl. Ja. Tja, Pech. Tschüss, Ameisen. Tschüss, Ameisen. Wir sind raus. Bye, bye. So, Freunde, das war's mit unseren Highlights fürs Erste. Wir werden vermutlich, weil wir hier die ganze Zeit zocken, noch einen zweiten Teil davon basteln. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir haben sogar auch mal was gecommentet. Einen schönen Abend euch noch und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Macht's gut. We'll be right back.